Paderborn, in diesem Jahr der Veranstaltungsort für die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Mit auf dem Programm ein Studientag zum Thema Ökumene. Das ist kein Zufall, meint Wolfgang Tönnissen, Leiter des dortigen Johann-Adam-Müller-Instituts für Ökumenik. Paderborn ist für die gesamte katholische Kirche die Ökumene-Stadt schlechthin. Das liegt vor allem am Engagement des früheren Erzbischofs Lorenz Jäger. Er hatte sich in Rom für die Einheit der Christen eingesetzt und 1957 das Müller-Institut gegründet. Die Mitarbeiter arbeiten heute auf nationaler und internationaler Ebene an den ökumenischen Dialogen mit. Jedes Jahr, so wie jetzt parallel zum Treffen der Bischöfe, gibt es Weiterbildungen für Mitarbeiter der Bistümer. Das sind meistens Leute, die vorgesehen sind für einen ökumenischen Dienst, entweder in den Ordinariaten oder aber eben auf Kreisebene, sprich Dekanatsebene, die also entsprechende Aufgaben übertragen bekommen und die vorab, bevor sie diese Aufgaben übernehmen, hier an unserem Studienkurs teilnehmen. Auf dem Kursprogramm steht etwa die Geschichte der Ökumene. Aber auch ganz konkrete Fragen wie Taufe oder Eucharistie beschäftigen die Kursteilnehmer. Einer von ihnen ist Pfarrer Andreas Sommer. Er ist aus Usedom nach Paderborn gekommen und macht sich auch ganz grundsätzlich Gedanken zum Thema Ökumene. Etwa darüber, wie es in Deutschland um den Prozess der Ökumene bestellt ist. Ich denke mal, auf dem normalen Bereich in den Pfarreien läuft es relativ gut und intensiv und hat eine gute Tradition mittlerweile. Ob es ökumenische Bibelwochen sind, also so das Leben vor Ort, denke ich mal, hat eine gute und eine Zukunft, denke ich schon. Auf großer Ebene habe ich eher den Eindruck, dass es sich sehr beide Seiten oder beide Großkirchen eher voneinander ein Stückchen profilieren wollen und Angst haben, dass die eigenen Fälle wegschwimmen und es nicht gemeinsam geht, sondern dass man eher so auf die eigenen Standpunkte wieder schaut, weil man Angst hat, noch mehr zu verlieren. Ein Mann, der die Erfahrungen aus dem Kurs seit über 20 Jahren praktisch anwendet, ist Pfarrer Christoph Schneider. Er betreut zusammen mit seinem evangelischen Kollegen das Ökumenische Gemeindezentrum in Hagenhelfe. Eine ungewöhnliche Einrichtung. Die evangelische und die katholische Kirche in dem Stadtteil haben zwar zwei getrennte Kirchenräume, aber das Gemeindezentrum teilen sie sich. Das führt natürlich auch zu gemeinsamen Aktivitäten. Es gibt einen Weltkreis, es gibt einen ökumenischen Frauenkreis. Das ist ganz selbstverständlich, dass solche Dinge gemeinsam laufen. Bildungsabende und so weiter, so etwas ist ökumenisch. Heute läuft die Zusammenarbeit also gut und unkompliziert. Doch das war nicht immer so. Als man vor 35 Jahren begonnen hat, hat man einen Grundlagenvertrag geschlossen, wo zum Teil winzigste Kleinigkeiten geregelt waren, in großer Unsicherheit, dass nicht einer den anderen dominieren sollte. Inzwischen können wir über viele Dinge, die dort festgelegt sind, nur lachen. Zum Beispiel über das Geschirr der Pfarrei. Zu Beginn wurden drei verschiedene angeschafft, ein katholisches, ein evangelisches und ein ökumenisches. Übrig geblieben ist heute aber nur noch eins, das ökumenische.